So, jetzt wird aufgenommen. Schnauze. Snippern für Klasse. So, guten Morgen. Willkommen zu neuen Let's Battle mit irgendeinem Idioten. Boost. Der wahrscheinlich viel zu leise ist. Ich stelle ihn noch in lauter. So, jetzt reicht's. Okay. Wenn man ihn nicht hört, ist nicht mein Problem. Ich könnte natürlich mal nachgucken, wie laut er ist. Ich glaube, die Musik ist jetzt zu leise. Ach, die ist sowieso nichtig. Noch, sie muss dich übertönen. Oh, jetzt. Was nimmt man für eine Klasse? Langweilig, langweilig. Einkommen? Was für eine Klasse? Wie? Du hast doch schon ausgewählt. Nein! Also ich nehme immer den Sabbat Commander, weil der schneller bauen kann. Mhm. Was? Was? Cancel? Was? Bin ich denn jetzt? Hallo? Und wo erkenne ich, wo ich bin? Der blaue hier. Ja, genau hier. Ah, zu laut. Der solltest du sein. Ich dachte, ich bin rot. Warum zur Hölle habe ich ein Geschenk auf meinem Kopf? Ich dachte auch, dass ich schwarz wäre. Warum? Ich so lange. Ja, warum habe ich ein Geschenk auf meinem Kopf? So lange. Ich will wissen, warum ich ein Geschenk auf meinem Kopf habe. Das ist Factory Plop, nennt sich das. Du kannst eine Fabrik für Einheiten kriegst du umsonst geschenkt. Aha. Ja. Am Start. Kann ich auch was Nützliches in dem Paket haben, bitte? Einen Mammutpanzer oder so? Es gibt einen Goliath-Panzer. So nennen sich die hier. Immer diese billigen Kopien, ey. Ich habe jetzt ein Turret. So. Ja, das ist so eine Verteidigungsstellung. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieso du mir das sagst? Ja, ich weiß. The fuck? Ich weiß doch, dass du auf Hilfe angewiesen bist. Deine Mutter braucht Hilfe. What the fuck? Ach, Factory. Nee, ich sollte vielleicht mal damit anfangen. A Metal Glut? Put some more build power into making units. Was? Deine Mutter macht Units. Also du solltest. Ja, genau. Wind. Übrigens, wo kann hier. Was ist denn hier Atomkraftwerk? Ja. Es gibt ein Fusionskraftwerk. Ech. Werden hier mal Ressourcen angezeigt? Noch besser. Ach, da. Doch, die werden oben angezeigt. Singularity Reaktor. Ach man. Gut. Bauen wir einfach mal direkt da, wo auf der Karte so ein gelbes X ist, kannst du ein Geothermalkraftwerk hinstellen. Ein gelbes X, ja. Ah, ich sehe schon, nee. Kann ich dich auch angreifen? Wenn du. Theoretisch schon. Sehr gut. Aber pass auf, ich schieß zurück. Halt die Fresse, du schießt gar nichts. Also Supreme Commander sieht besser aus und frisst weniger Leistung. Schlecht programmiert. Gut, bei der merkwürdigen Lobby und Installationsding, das ich erstmal irgendwo hin installiert, ohne überhaupt zu fragen, ne? Ist ja auch zu viel verlangt. Ja. Total. Solche Spiele lade ich mir meistens nur illegal runter, aber. Gibt's nicht mal. Das Spiel ist so schlecht, man kann es nicht mal illegal herunterladen. Das kann doch nichts taugen. Wahrscheinlich hast du damit recht. Immer diese billigen Kopien. Naja. Ich
komme mir fast so vor, als würde ich ein Ubisoft-Spiel spielen, so scheiße ist das. Ach komm, wer fertig? Was Und ist das baust für ein auch grüner gleich das Punkt? allergrößte Kraftwerk, das hier zur Verfügung steht. Was ist los? Warum du gleich das größte Kraftwerk Tue ich baust? doch gar nicht. Das ist kein Singularity-Reaktor. Außerdem macht man das immer so. Man nimmt immer das Größte. Immer bis zum Anschlag übertreiben. Sieh ein Atomkraftwerk, das fährt man auch immer bis zum Anschlag. Ja, und noch weiter. Ja, freilich. Jetzt kommt da ja keine Energie und nichts raus. Was ist für ein grüner Punkt, der hier rumeiert? Das ist meiner, das bin ich, das ist mein Cursor. Was ist das für ein schwuler Cursor? Bei mir eiert hier ein blauer Punkt rum. Er baut Windkraftwerke, ich komme. Sind wir in der Steinzeit oder was? Wind. Was kommt als nächstes? Solar? Ja, wollte ich gleich bauen. In deinen Vorgarten. Verpiss dich, ey! So ein Müll kommt mir nicht ins Haus. So, wo sind die Antimaterie-Reaktoren? Komm. Singularity-Reaktor gibt's. Ist da Antimaterie drin? Keine Ahnung, schau nach. Alles muss man selbst machen hier. Das ist ja Ja. unerhört. Ja, voll schlimm hier. An den Turm hast du auch richtig gut platziert, ne? So völlig schwachsinnig nach unten. Warum brennt hier ein X? Oder Anarchie oder was auch immer das für ein Zeichen hier sein soll. Das ist so eine Art Vulkanteil, an so einem Geothermalkraftwerk hinstellen. Übrigens, wenn in dem Radius von dem Kraftwerk eine Mine oder sowas steht, dann arbeitet die schneller. Voll geklaut, ey. Ist ja voll der billige Minecraft-Klon. Minecraft? Ich sehe hier Natürlich. nirgends Blöcke. Die sehen halt wegen anders aus, so. Yeah! Da ist das Geräusch cool, wenn man draufklickt. So. Gibt's ja keine größeren Metal-Extraktoren. Indem du jede Menge Energie hinpumpst, dann laufen die schneller. Im Prinzip kannst du sie beliebig schnell machen, wenn du genügend Kraftwerke baust. Ich habe erstmal nur eins. Plus 7 bloß, was? Warum plus 7? Soll das nicht mehr geben als plus 7? Ja, eigentlich schon. Allerdings spielen wir mit etwas geringeren Produktionswerten, weil sonst der Gegner in 2 Sekunden 20.000 Goliath-Panzern angerollt kommt, weil er etwas besser ist. Sagt er mir jetzt? So baue ich das Ding dann überhaupt? Wenn das Ja, nicht das mehr wird bringt. Windkraftwerke geben. Die werden dann. Also ein Windkraftwerk bei mir plus 1,8. Was ist das für ein Trotz-Balancing? Balancing, oder wie auch immer man es aussprechen will. Was ist was für ein Ding? Balancing! Balancing! Ach so. Welcher Idiot hat sich das ausgedacht? Sag doch mal deinen Namen übrigens. Damit jeder weiß, wen er auslachen muss. Ach so, ja, also ich bin der Dark Shadow. Bin hier anonymer Alkoholiker. Halt, falscher Text. Er ist Kinderschänder. Geht auf seinen Kanal und hatet ihn. Ja. Bin voll der üble Kerl. Ich hab Nein, du hier fickst bloß immer so schlechte Kinder. Spiele. Kinder ficken ist nicht so schlimm. Solange du keine Raubkopien ziehst, ist alles in Ordnung. Ja, stimmt.
Wo er recht hat, hat er recht. Super, ich kann mich nicht mal, wenn ich auf die Minikarte klick, irgendwo hinbewegen. Mittelklick, Mausradklick. Was zur... Leck mich. Das ist die dümmste Steuerung, die ich je erlebt habe. Gleich nach ganz vielen anderen Spielen. Greif den Feind an, komm los. Ich habe ihn nur mal überflogen. Überflogen? Wenn du den Feind schon überfliegst, musst du auch ein paar Atombomben oder sowas abwerfen. Lohnt sich doch sonst gar nicht. Das ist ein Erkundungsflugzeug. Auch auf dem Erkundungsflugzeug kann man Bomben legen. Sind doch nicht. Das hat keine Bomben. Daran arbeite ich noch. Ich hab mir dein Motto zu Herzen genommen und baue jetzt so einen Singularity-Bomber. Klingt langweilig, baue was Größeres. Kann ich irgendwie so ein Produktionsding bauen? Klar, du musst unten nur Factory auswählen. Ach du Scheiße. Natürlich für jedes Fahrzeug einzeln, wie das aussieht. Ja. Brauch mehr Reaktoren, ich kriege überhaupt keine Energie. Voll das schlechte Spiel. Schön, wie der völlig ohne jeglichen Sound läuft. Schön, sehr schön. Schön, wie das Ding, was auch immer es sein soll, völlig ohne jeglichen Sound läuft. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Es gibt einen Sound beim Anklicken und beim Abwählen, aber... Das fällt dir nicht auf. So unachtsam. Ich habe einen Haufen Metal, ja toll, ich habe auch einen Haufen Energie. Lass uns in City spielen, komm. Wo sind die Wohnhäuser? Ja, was ist denn das jetzt? Ja, und dann löschen wir alle Feuerwehrstationen und zünden was an. Katastrophen sind immer deaktiviert. Und Geldcheat, damit man unendlich Geld hat. Anders kann man es in City gar nicht spielen. Plus 0,2 Energie, jawohl. Oh, minus 8,8, naja. Das ist fast dasselbe. Hast du jetzt ein paar Bomben abgeworfen? Nee, immer noch nicht. Boah. Ist immer noch der Erkundungsflieger. Der Atombomber ist noch nicht fertig. Erkundungsflieger. Ja, so ein bisschen Schlafzimmer vom Gegner entspannen. Nee, ich meine natürlich taktische... Kriegsinformationen suchen, sammeln. Schaut sich gern an. Wie ein Toast oder eine Kaffeemaschine zusammen ficken. Ja. Oh, brauchen. In der Küche Teil 1 bis 10. Was auch immer. Brauch noch ein paar Reaktoren. Weil ich könnte mal so ein Thermal-Dingsbumsens bauen. Thermal kann man erweitern, dann werden die gefährlicher. Was kann man machen? Kann man erweitern, werden die so eher... Naja, sehe schon. Sie liefern mehr Energie und wenn man sie zerbombt, dann machen sie richtig groß Boom, aber naja.
Das ist dir wahrscheinlich zu gefährlich. Großes Boom! Solange die Insel noch steht, ist es zu klein. Ja, du kannst damit neue Seen auf dein Land sprengen. Toll. Wasser, genau was ich mir zu Weihnachten wünsche. So, bei mir dauert es jetzt erstmal so 5 Minuten, 17 Minuten, 5 Minuten, bis irgendwas fertig ist. Ja, du solltest mehr mit Terminen bauen. Ich habe dir extra noch ein paar übrig gelassen auf der Insel hier. Der Witz, Boy, ich brauche erstmal Energie auch, ne? Ja, irgendwie ist bei mir bei Energie und Metall minus 41 normal. Bist ja auch scheiße. Ich glaube, ich brech den Bomber nochmal ab. Abgebrochen wird nichts. Oder auch nicht. Da ist doch immer geconnected, kann das sein? Pyro Johnny 5. Wie? Was? Wo? Da steht auch in diesem Text, den er die ganze Zeit oben rechts eingeblendet hat. Den man irgendwie. Ach so, kann man auch ausblenden, okay. Bleibt eingeblendet. Mann, verdammt. Lustig. Interessant. Was? Wenn man das Schiff gedrückt hält und so einen Reaktor ausgewählt hat, sieht man alle Punkte, wo man so ein Ding hinbauen kann. Also so ein Metalldingens. Ja, halt wo die Energie übertragen wird. Kannst du das übrigens erweitern? Okay. Da gibt es bei Economy so einen Energy Transmission Pylon. Den kannst du da irgendwo hinstellen und dann wird das Feld erweitert. Verdammt, wann ist meine Satellitenschüssel fertig? Brauchst du ihn nicht. Doch. Nein. Damit ich was aus Asien empfangen kann. Was hast du denn davon? Nichts. Ja, stimmt. Ich kann von meinen Nachbarn angeben. Oh, das bist ja du. Hey, schau mal, ich baue mir eine Satellitenschüssel. Sieht ja aus wie ein großer Stein. Wo denn überhaupt? Keine Satellitenschüssel. Das Riesenteil. Riesenteil, guck. So riesig, ich baue mir ein Haus rein. Zieh gleich mal meine Hose aus, dann siehst du ein Riesenteil. Ja, genau. Ist denn neidisch, sag ich dir. Ich geh mal in den Keller das Niveau suchen. Das ist gerade mit der U-Bahn fortgefahren. Du geistiger U-Bahn-Fahrer, du. Was ist? Wie soll ich das Niveau jetzt wieder kriegen, wenn es mit der U-Bahn gefahren ist? Das ist doch in irgendeinem so neuen Need for Speed Teil, wo du die Wände oder so lang fahren musst. Teil scheiße auf jeden Fall. Nimm's so, mach das so. Ja. Voll schlimm. Natürlich, das ist von EA Games, das kann nur scheiße sein. Ja, glaube ich gleich. Zeiten, wo EA Games mal gute Spiele veröffentlicht hat, sind vorbei. Seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Ja, aber... die haben ja die meisten guten Firmen aufgekauft. Ja. So, jetzt mache ich... Kann sein, dass du mal von Populous erzählt hast? Ja, was ist mit Populous? Habe ich früher mal gespielt, mal beim
neuen PC von dabei. Fand ich ziemlich cool, aber hab's dann vergessen und nicht mehr gewusst, wie es heißt. Das hab ich auf dem Amiga Populous 2. Muss ich auch irgendwann mal let's playen. War von Bullfrog, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Bullfrog, ich hab's vor kurzem mal wieder über eine vollkommen geile Quelle bekommen. Echt? Also ja. Ich lade es mir einfach illegal runter. Ja. Kaufen. Wir wissen doch seit Ubisoft, dass eh alles drauf kopiert wird. 95% ihrer... Seit Ubisoft? Nein, Ubisoft hat gesagt, dass 95% ihrer Kundschaft die Spiele illegal herunterladen. Warum das dann bei Ubisoft noch als Kundschaft zählt, weiß ich auch nicht, aber so ist es eben. Ja, das ist eine gute Frage, warum das dann zählt. Deswegen veröffentlichen sie nur noch auf Konsolen, weil da gibt's keine Raubkopien, nein, überhaupt nicht. Gibt's auch, ist nur schwieriger. Nein, überhaupt nicht. Also, ist es nicht schwieriger. Ja, stimmt, Entschuldigung, ich hab's vergessen. Also, es gibt überhaupt keine Raubkopien auf Konsolen, nee. Deswegen gibt's auch keine Firmware-Updates für PlayStation 3, die man installieren muss, damit bestimmte Spiele laufen. Das hat nichts mit Kopierschutz oder so zu tun. Nee, überhaupt nicht. Ein Schelm, wer Böses denkt. Was ist denken, ey? Keine Ahnung. Tolle Wegfindung. Erstmal voll ins Gebäude laufen. Ich glaube, sie ist besser als die Wegfindung in Warzone.